Schuppdiwupp, da wären wir. Der Mittelpfeiler ist hinüber. Wir brauchen also dringend Ersatz dafür. Der Grundpfeiler habe ich mit dem Stemm von dir schon angespitzt in den Boden gerammt. Jetzt bist du wieder dran. So. Oh. Ich habe auch schon die perfekte Palme dafür. Ach ja, vorsichtig da unten. Mohawk. Er sagt ja immer das Gleiche, von daher. So, Angelstädt im neuen Glanz. Und fertig, Pflicht und Kür. Der Dorfvorsteher ist ja vor Ort. Also. Damit habe ich auch endlich wieder ein richtiges Dach über den Kopf für meinen Schönheitsschlaf. Oh, habe ich mich doch nicht verhört. Da hat doch jemand gehämmert und gezimmert. Und unser geliebtes Heim ist wieder so schön wie zuvor. Das Hauptgebäude war ja zum Glück unversehrt, aber der Nebenbau, in dem Landa gastiert, war leider völlig dahin. Ich wusste gar nicht, wo wir den Ärmsten denn nun nächtigen lassen sollten, aber diese Sorge hat sich in Luft aufgelöst. Mm. Es tut mir leid, dass ihr unser Haus so aufwendig restaurieren musstet. Hiermit möchte ich mich erkenntlich zeigen. Besseren Fisch werdet ihr hier in der Gegend bestimmt nicht finden. Ob gegrillt oder gebraten, der schmeckt immer. Im Nebenbau war übrigens ein Bild von das mir ihre Hoheit Prinzessin Zelda geschenkt hatte. Wir müssen sofort nachschauen, ob diese Kostbarkeit auch unversehrt ist. Ah. Mohawk. So, das letzte Wohnhaus machen wir. Von den Wohnhäusern fehlt jetzt nur noch das Haus des von Ames. Da ist es, Ames Haus. Das sind der Arme. Wenn ich mich nicht irre, wollte Ames schon immer ein Plätzchen, um draußen seine Angeltrophäen auszustellen. Das weitere klären wir wohl am besten direkt mit der. Ja, Jakob. Das ist doch wieder das Gleiche. Ich muss einfach nur Palme in die Mitte setzen. Fertig. Oh. Also, let's go. Da haben wir auch schon die richtige Palme dafür.
Na? So sieht's aus, wenn ein wahrer Meister zimmert. Was denn? Ist das etwa mein Haus? Das steht ja wieder. Habt ihr das etwa repariert? Ich danke euch. Tut mir echt leid, dass ich selbst gar nicht dabei geholfen habe. Hier, hoffentlich genügt das ja hier als Lohn. Oh. Endlich kann ich wieder angeln. Und ich selbst bin ein sehr genügsamer Esser. Darum kann ich den Rest vom Fang mit allen anderen teilen. Eigentlich speise ich damit ja nur die Leute aus dem Dorf, aber ihr wunderbaren Reparaturspezialisten bekommt auch was. Versteht sich ja von selbst, wenn ich was übrig habe, stelle ich es vor mein Haus. Also bedient euch einfach. Ah. Ein Gebäude fehlt noch, aber der hat uns was hinterlassen. Es fehlt nur noch der Truhenspielladen. Der braucht auch wieder eine ganz andere Behandlung. Das hier ist der Truhenspielladen. Es war ein wirklich reizendes kleines Eckchen, in dem reisende Truhenspiele spielten, und zwar ganz ohne Verlierer. Am besten erkläre ich dir und so weiter und so fort. Ah. Schwuppdiwupp, da wären wir. Ach doch, eine Palme, okay. Früher stand da drin eine Palme, die aus der Decke im Obergeschoss wuchs. Das war ein richtiger Hingucker, aber jetzt ist hier alles noch kaputter, als ich befürchtet hatte. Die Grundpfeiler habe ich mit den Stämmen, ja. Allerdings ist das Gebäude so groß und hoch, da kann man den Palmenstand nicht einfach in Erdgeschoss aufstellen. Das gute Stück müsste viel eher vom Pflanztopf im Obergeschoss durch das Loch im Dach ragen. Der Palmenstamm sollte genauso gerade wie möglich sein. Jetzt verstehe. Hast du gerade alles? Bin runtergefallen. Nein. Von hier aus kriege ich es nicht.
7 Wochen für was? Nice. Voila, absolut super fantastisch. Und dazu das größte Gebäude im Dorf. Ja, ganz schön viel Arbeit. Doch der Besitzer dürfte sich sehr freuen. Oh? Na sowas. Was in aller Welt? Aber die Monster hatten das Gebäude doch in Grund und Boden gestampft. Oh. Als ich hörte, dass die Piraten besiegt wurden, habe ich mich sofort auf den Weg zurück hier gemacht. Oh ja, endlich mal jemand, der sagt, der hat gehört, dass die Piraten weg sind. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich von in diesem Gebäude meinen Laden wieder neu öffnen könnte. Ah. Nun ist es wieder genauso schön wie damals, als mein seliger Vater es mir anvertraute. Hier bitte, ein Dankeschön von mir. Während ich auf der Flucht war, fielen mir eine ganze Menge davon in die Hände. Eigentlich wollte ich damit die Piraten bewerfen, aber das ist ja jetzt nicht, zum Glück nicht mehr nötig. Dank dir kann ich meine Thronspielladen endlich wieder neu eröffnen. Komm bitte jederzeit vorbei, selbst wenn du keine Rubine in der Tasche hast. Du darfst gratis mitspielen. Lalalanda, ich werd verrückt, träum ich! Ah. Tust du nicht. Ich habe mir gerade nochmal das komplette Dorf besehen, keine Schäden mehr zu finden. Donnerwetter! Wie kann ich euch beiden nur danken, unser schönes Dorf im Alltempo wieder neu zu richten. Das wird gefeiert. Heute Abend gibt es ein Festbankett. Wow. Och, ein Bankett, das hört man gerne. Da muss ich ja gleich mein bestes Jäckchen rauslegen. Du hast doch gleich wieder das Gleiche an. Als die Piraten unser Dorf überfallen haben, ach, ich war verzweifelt bemüht, alle schnell aus dem Dorf zu kriegen. Und ehe ich mich's versah, waren von meiner geliebten Heimat nur noch Trümmer übrig. Statt lieblichen, lebhaften Klängen hörte man aus Angelstädt nur noch giftiges Monstergrunzen. Ich hätte ja nie gedacht, mir nie erträumt, dass ich noch einmal einen Tag wie diesen erleben dürfte. Geselliges Zusammensein, Heimat und Geborgenheit, Lachen und Feiern. Und dieses Gefühl habe ich nur euch zu verdanken. Dir, unserem Retter aus der Fremde und natürlich auch dir, lieber Landa. Ah. Mir? Ach, aber woher denn? Ich kann von Glück sagen, dass es mich hierher verschlagen hat, mein Bester. Angeschwemmt wie ein Stück Treibholz. Und empfangen wie ein guter Freund. Klar, dass man sich da durchaus revanchieren möchte. Landa, ich bin dir ewig dankbar. Dieses Dorf verdankt dir unendlich viel. Du bist unser Retter, guter Freund. Ich war so frei und habe mit den anderen Dorfbewohnern über dich gesprochen. Leider sind wir nicht vermögend genug, um dir eine reiche Belohnung zu geben. Doch der größte Schatz, den wir haben, ist mehr wert als Gold und Rubine. Er ist unser Dorf selbst. Falls du uns also die Jedi-Ehre deines Besuchs gewähren wirst, sollst du unser geliebter, gefeierter Ehrengast sein. Hi. Der Retter unseres Dorfs darf jederzeit kostenlos im Gasthaus nächtigen. Ich habe meine eigene Wohnung. Danke. Unser Retter hat sein Leben lang einen Tisch in unserem Lokal frei, ohne einen Rubin zu zahlen, versteht sich. Okay, das ist gut. Glück im Spiel können wir unserem Retter zwar nicht schenken, aber er darf unsere Thronspiel spielen, wann er Lust hat. Oh.
Alles, was du in unserem Dorf siehst, sei auch dein. Mohawk. Ah, diese Leidenschaft. Okay, ich nehme das Dorf, ihr verpisst euch. Nee, Spaß. Ich kann nicht widerstehen. Oh. Zu Takinov, zu mir. Oh. Angelstedt ist aus der Asche neu erstanden. Da gibt's nur eins. Oh nein, was? Den Angelstädter Phönixtanz. Gratis Futter nehme ich mit. Ah, die haben jeden Tag ein Menü. So, wir haben jede Rüstung hier in diesem Gebiet gesammelt, aber nur hier. Als nächstes geht's in den Untergrund. Obwohl, wir haben noch eine Nebenmission hier zu tun, ne? Das könnten wir uns auch mal holen. Oh, die vergessene Himmelsinsel, habe ich keinen Plan. Ich weiß nicht, ob ich das machen werde. Holen wir uns noch.
Bitte? Du hast bereits die Daten, sagst du? Dann gib mir schnell dein Pura-Pad. Hätte ich schon ihm längst geben können. Aber ich brauchte halt noch keinen Teleport mehr. Wahnsinn, damit sind sämtliche Teleport-Medaillons-Erweiterungen einsetzbar. Der wundervollste Lohn, den sich ein Weltenbummler wie du nur wünschen kann. Pure Perfektion, also dein Pura-Pad ist jetzt perfekt. Weißt du vielleicht wie... Du bist perfekt! Und nein, ich übertreibe nicht. Du hast Großes vollbracht, mein Freund. Nun bist du der allererste... Nun bist du allerbestens ausgestattet, um dem Mysterium um Prinzessin Zelda ein für alle Mal auf den Grund zu gehen. Ach, und wenn du ihre Hoheit findest, könntest du ihr von mir was ausrichten? Und zwar, dass es insbesondere meinem famosen Pura-Pad zu verdanken ist, dass du sie finden konntest. Ich glaube nicht, dass wir sie noch finden werden. Also, gefunden haben wir sie. Aber ja. So, gibt es oben irgendwo hier einen Eingang nach unten? Ich glaube, hier oben gab es keinen. Dann bewegen wir uns einfach langsam nach da. Aber viel Zeit haben wir nicht mehr, deswegen teleportiere ich mich hin. Vielleicht spielen wir morgen dann noch ein bisschen, bevor wir Lost Judgment anfangen. Ich denke mal, jetzt wo wir auch bei Genshin so ziemlich alles haben, was ich brauche, also was ich auch aufnehmen wollte und so, können wir anstatt Genshin anfangs immer Zelda anfangs spielen. Weil, wie gesagt, ich würde schon gern Zelda, soweit es geht, beenden. Dann können wir uns nämlich um Tower of Fantasy samstags mal kümmern. Bis spätestens 22 Uhr, weil wir dann ja immer Pasmo zocken.